Wenn ich mal groß bin, werde ich Kapitän. Und schipper dann über den Atlantik. Jawohl. Und hier über die Österreich-Karten angebracht mit dem Ziel der Reise. Vierte. Gesund bleiben. Du, ich bleib eh in Österreich. Ich schaute mich immer wieder fragend an. Und was kommt dann? Was kommt dann? Wie lautet der Titel vom nächsten Kapitel? Was kommt dann? So, ich bin heute im Lavantal in Kärnten unterwegs und jetzt gerade da beim Stausee Sopot herum. Grüß euch. Ich habe euch einen Zeger gesehen. Wart ihr euch Schwammelsucher? Schwammel, glaube ich. Ja. Und habt ihr was gefunden? Es geht. Ein bisschen was da. Ja, ja. Rechel. Wie Rechel? Pütz. Recherln, ja. Recherln heißt so wie Eierschwammel. Ihr sagt Recherln, oder wie? Wir sagen Recherln, ja. Was ist das? Das ist ein Pütz, Herrenpütz. Das haben wir schon den Bord abgetan. Ein Bord hat der? Ja, das tut man runter bei den Alten. Die wird so schlagsig. Ne? Ach so, das isst man nicht. Das isst man nicht, nein, das ist nicht gut. Recht gut. Boah, recht voll gut. Stark. Ja, voll, nicht so wie Champignons, und so beliebig. Von den Pilzen aus muss man sehen, wie gut der ist. Das sind alles mit Sahne, gell? Mit Sahne. Mit Schlager was dazu. Ja. Und Nägeln dazu, gell? Ja. Aber ist das gefährlich auch? Oder wenn man sich auskennt, nicht? Dass nein, da kann nichts passieren. Nein. Und das ist ein Stampeltsch. Der ist halt so. Ein Baby. Die werden auch so. Der ist halt klein lieb. Ja. Ich muss rechnen, mal was, wie stark der ist, am stärksten. Den kann man roh essen. Also wenn er schön putzt ist, ne? Ja, das riecht gut. Ja. Der riecht gut. Aber an was liegt es, ob jetzt der Gurz oder ein schlecht Schwammerl ist im Wald? Mittleres. Es kommt darauf an, wie der Schnee im Winter ist. Wenn viel Schnee ist, ist viel Feuchtigkeit im Boden. Ja, ja. Und dann wächst das Geflecht. So. Wir sind schon rein 7-8 Stunden und wir nicht einmal eine Handwerk angefunden. Boah, das musst du aber auch mingen. Ja, aber die Bewegung war da. Die Bewegung. Wir gehen ja, wenn wir gehen. Achso, nicht hauptsächlich wegen die Schwammerl. Nein, brauchen wir keine, die schenken wir weiter. Ja, aber ist auch schön, weil dann kommst du durch den Wald, bist nicht nur auf die Wanderwege, oder? Ja, sicherlich, durch den Wald, ja. Na, schön. Ja, bald ein, nichts auf die Wege, schön. Ja, rechts habt. Hey, hat mich gefreut. Alles Gute weiter. Zum Bleiben, gell? Macht es gut und lasst es euch schmecken. Ja, danke. Servus. Ich habe jetzt im Zentrum von Wolfsberg vom Rosenbrenz erfahren und jetzt schauen wir mal, ob ich den erwische. Boah, das ist ja riesig. Ah, da ist wer. Hallo, ich hätte einen Rosenbrenz gesucht. Ist das der Chef oder? Das ist der Chef, ja. Ist der da zufällig? Ja. Grüß dich, ich habe jetzt den Wolfsberg von dir erfahren. Rosenbrenz. Servus, Michael. Alles, begrüß dich. Du, eine Frage. Schau mal her, ich bin nämlich Dokumentarfilmer. Ja. Ich bin jetzt in Bayreuth Österreich unterwegs auf der Suche nach interessanten Menschen. Wie bist du auf Rosen gekommen? Oder wieso? Die Eigenart bei uns ist so, wir sind jetzt 4 Generationen am Hof. Wir sind 80 Jahre Rosenbrenz. Da schon, oder wie? Ja. Alle im gleichen Beruf und trotzdem hat jeder was anderes gemacht. Ich bin heute ein reiner Direktvermarkter geworden. Aber mache alles biologisch. Okay. Das heißt, das ist die neue Schiene. Also hast du den Betrieb von deinem Vater übernommen und jetzt alles auf Bio umgestellt? Bei mir raucht es ja nichts mehr aus. Ich bin ein Fernwärmebetrieb. Cool. Wir machen auch in der Kultur Wasserrecycling. Das heißt, damit weniger Wasserverbrauch, weniger Düngerverbrauch. Ah, wir ja. haben keine Herbizide im Einsatz, keine Bodenentseuchung. Das ist jetzt die Schnittkultur, die nicht mehr in der Erde steht, sondern in Säcken. Ah, die stehen da in so Sackerl. Jede Pflanze hat einen Wasserschlauch. Wenn ein heißer Tag ist, kriegen die 16, 18 Mal am Tag Wasser. Und das Überschusswasser läuft dann über diese Rinne wieder ab. Okay. Das ist wieder auf, ne? Drüben gibt es eine Bio-Kläranlage und dort wird das Wasser noch einmal gefiltert, aufbereitet und geht wieder zurück. Ja. Darf man es angreifen? Ja, klar. Man so, ey, wir sollen unsere Sinne nutzen. Und Sinne nutzen heißt, riechen, angreifen, fühlen. Das heißt, der Pflanzen ist das wurscht, der Rosen ist das wurscht. Die will ja Liebe haben und das ist ja irgendwo Zuneigung in irgendeiner Form. Ich sage immer, die Rose, sie ist weiblich, das heißt, sie macht die, was sie will. Ja. Was ist das?
Das ist eine Alocasia, ein Elefantenohr. Wenn man diesen Topf anschaut, der ist eigentlich Mickey Maus-mäßig, ne? Für das, was die Pflanzen jetzt da hergibt. Er wühlt, ja, so klar. Die meisten glauben immer, die Erde ist so wichtig. Die Erde ist vollkommen wurscht. Die Erde ist die Schuhsohlen, da steht die Pflanzen drauf, da klammert sie sich an. Sie frisst nur Wasser und Nährstoffe und sicher keinen. Das beweise ich mit so einem Beispiel. Also ein Rosenprinz war kurz vorm Untergang, finanziell. Okay. Der heimische Handel ist ja fast tot. Man muss eins wissen. Handel ist heute Holland. Holland produziert, oder der Holländer ist alter Seefahrer, die haben sich den Markt unter den Nagel gerissen. Okay. Aber produziert wird heute Tansania, Äthiopien, Kenia. Da kommen die Rosen her? Ja. Dann wird es von Holland importiert, oder was? Genau. Holland ist der Importeur, der Händler. Alter Seefahrer, Händler. War immer so. Was ist das arg? Wir reden von einer Handelsspanne, die hauchdünn ist und überleben kann ich nur, wenn ich die Nische im Endverkauf schaffe. Ne? Aha. Das heißt, viele kleine Betriebe im Gartenbau können gar nicht mehr überleben. Wir sind ein alter Betrieb, wir haben ein starkes Fundament, also uns kann man es so leicht nicht erschüttern. Aber die, die sage ich, am Rande des Abgrunds stehen, die kriegen nichts mehr. Ey, wie sollen die noch investieren? Ne? Basel III hat das auch geregelt. Die Banken geben nichts mehr. Man kriegt heute nicht, weil man lustig ist oder weil das Gesicht gefällt, Gold, ne? Außer man hat vielleicht andere Größenordnungen, aber im Gartenbau selber. Das ist, wir sind so wie die Dinosaurier. Die sind am Aussterben. Betriebe im Gartenbau. Ne? Und der Vater, hat der das noch mitgekriegt, diesen Wandel? Ansatzweise. Aber wir haben das Problem, so wie alle Vater-Sohn-Beziehungen, die sind schwierig. Mein Vater war, sage ich, ein tolles Vorbild, aber weniger Vater, der hat das nie so sagen können. Also der war Unternehmer? Ja, ja. Aber hat er das nehmen können, dass du dann einen anderen Weg einschlagst oder was? Oder war das sein zwar richtig? Nein, er hat das schon gesehen. Er ist ja doch über 80 Jahre alt geworden und hat dann schon 10 Jahre lang beobachtet, die Entwicklung, die heute in diesem Österreich stattfindet. Und da bleibt ja kein Stand auf dem anderen bei uns. Gerade da. Weil wir haben das ja wirklich um 180 Grad gedreht. Und kriegt das dein Sohn auch schon mit, diesen Weg? Ja, oder ja, merkst du, dass er seinen eigenen zu gehen hat? Ja, freilich, sowieso. Klar. Das ist ja der Hauptgrund, warum ich das tue. Ja, wir die Intelligentesten auf dem Planeten und dann kann ich meinem Kind nichts weitergeben. Ja. Angenommen, er sagt von heute auf morgen, es interessiert mich nicht. Keine Ahnung. Ja, dann ist es so. Und er ist weg. Dann habe ich das zur Kenntnis zu nehmen. Ja. Ja. Wir können nichts mitnehmen und jeder sagt, okay, ich mache das für die Kinder. Das ist ja Blödsinn, ich mache das schon für mich, mein Ego und so weiter. Und dir muss ihm jetzt taugen, ne? Genau, so ist es. Aber wenn keiner da ist, der es haben will, dann muss man es filetieren und zur Kenntnis nehmen. Hey, hat mich gefreut. Ich habe jetzt da im Ort vor einem alten Hotel erfahren, das aktuell wieder recht belebt sein soll. Hallo. Gehörst du wieder her? Wohnst du da? Servus, Michi Reisiger. Hallo, ich bin Mahir. Mahir? Mahir, ja. Freut mich. Ja. Ich bin Filmemacher. Filmmaker. Ich bin Filmemacher. Ja. Und ich fahre durch Österreich auf der Suche nach spannenden Geschichten. Geschichte. Habt ihr, ist jemand hier, der gut Deutsch kann? Ein Moment. Vater, mir. Ihr seid mein Deutscher, wir sind sein. Hallo, sprichst du gut Deutsch? Nicht so gut, aber. Ah, das hört sich aber gut an. Ich habe mich gerade vorgestellt. Hallo, Michael Reisiger. Ja, bitteschön. Wie heißt du? Fatima. Fatima? Ja. Ich habe ihm erklärt, ich bin Dokumentarfilmer. Mhm. Aha. Hier ist eine Kamera. Ja. In der Brille. Ja. Und hier ist ein Mikrofon. Ja. Und ich fahre durch Österreich und suche spannende Menschen. Glaubst du, könnte ich dich kurz begleiten, dass du mir zeigst, wie ihr hier so lebt? Ja. Das wäre schön. Ja. Super, danke. Dann komme ich einfach mit. Hallo. Okay. Hallo, Michael. Woher bist du gekommen ursprünglich? Ich komme aus Afghanistan. Aus Afghanistan? Ja. Warum? Sprichst du schon so gut Deutsch? Weil ich habe 9 Monate mit dem Internet durchgelebt. Im Internet? Ja. Und wie viele leben hier, wie viele Menschen? Insgesamt 40 Menschen. 40? Ja, 40. Boah, 40? Also das war alles ein Hotel, gell? Ja. Boah, das ist eine Aussicht. Cool. Und habt ihr die Nachbarn auch schon kennengelernt? Ja. Sind sie nett? Ja. Super. Und er ist unser Nachbar.
Ah, er ist ein Nachbar. Ja, aus Afghanistan. Ach so, wo wohnt er? Dort? In Durz, in Schweizerstück. Ach so, bei euch im Haus? Neben unserem Haus. Ja. Ah, nein, ich habe gemeint, hier die Nachbarn. Ah, nein. Hier schon. Hallo. Wo lebst du? Im zweiten Stück. Hallo. Ist mein Vater? Michael. Ah, du bist der Vater. Ja, der Vater. Ah. Ja. Danke schön. Was hast du gemacht in Afghanistan? Bist du noch zur Schule gegangen? Ja, in die Schule. Ja, in die Schule gegangen. Und 5. Klasse in die Schule gegangen in Afghanistan. Und Weiterbildung in Iran habe ich gemacht. Und hier will ich in die, wieder Weiterbildung machen. Was möchtest du werden? In die medizinische Universität gehen. Ärztin? Medizinische. Ja, Ärztin. Ärztin. Ah, cool. Ja. Ja. Hallo. Hallo, Michael. Ich bin der Hermann. Ah, hallo, Michael. Ich bin Michael. Ja. Ah, die ganze Familie ist gekommen. Ja, ah. Ja, wir sind eine Familie. Meine Mutter und meine Schwestern sind im Iran. Und sie wollten zu uns kommen, aber Leute, die Grenze ist geschlossen. Also die hängen im Iran fest? Ja. Achso, ihr seid nicht miteinander gekommen? Nein. Puh. Ja, hoffentlich seht ihr es bald wieder. Bitte kommen Sie rein. Also danke. Ja, dieses Zimmer ist bei uns. Ah, hier wohnt ihr? Ja. Bitte. Also danke. Bitte. Aber hier, ihr wohnt hier quasi zu dritt? Ja, dieses Bett ist für mich. Ja. Und das ist für mein Bruder. Und aber mein Vater schläft immer auf dem Boden. Also schlafen auf dem Boden? Ja, auf dem Boden. Ist schon hart. Ja, ein Gachil Schacher. Na, Huma. Ist der für mich? Ja. Ah, danke. Kein Problem. Was hast du für einen Beruf? Und er will in Zukunft so wie Kellner machen. Ah, in der Gastronomie. Ja, genau. Wenn du Medizin studierst und Ärztin bist, ja. Willst du hier arbeiten oder in Afghanistan? Wenn in Afghanistan kein Problem gibt. Und dann, ja, würde ich in Afghanistan arbeiten. Wenn kein Krieg wäre? Ja, wenn kein Krieg oder kein Kämpfen. Aber wenn in Afghanistan wieder Krieg, wieder Kämpfen gibt, und dann arbeite ich hier. Kennst du ein Afghanistan ohne Krieg oder war da immer Krieg? Ja, und vielleicht ein Monat oder zwei Monate ohne Krieg. Aber Wahnsinn. Wieder in Krieg, Explosion und Bombieren. Ja. Und wo seid ihr in Österreich? Wo seid ihr als erstes hingekommen? Wir sind zuerst mit dem Bus in Graz angekommen und dann nach dem Graz und wieder in Klagenfurt auf dem Jahr. Ah, in Klagenfurt. Klagenfurt. Und wieder in Ismir, so die Grenze Deutschland. Kufstein. Ja, Kufstein. In Tirol? Ja. Boah, da war sie schon da und dort und da. Ja, weil wir wollten in Kufstein. Kufstein, ja. Ja, Kufstein. In Fingerfur und beantragen, in Flüchtlingen oder Asylwerben beantragen. Ja. Aber in der Polizei haben gesagt, nein, sie dürfen nicht beantragen für Asylwerben oder in Flüchtlingen. Und sie mussten nach Deutschland fahren. Ah, die Polizei wollte euch nach Deutschland schicken, ja, die österreichische, ja. Oder? Aber hast du schon Menschen im Ort, also Kärntner, getroffen? Ja, Sonntag Vormittag, und ist ein Mann mit ein paar Auto hier gekommen. Und wir sind mit diesem Mann nach Wolfsberg gefahren und eine Kirche. Achso, der hat euch in die Kirche gefahren. Aber wolltet ihr das? Und, ja, wir wollten. Ach, seid ihr Christen oder seid ihr Moslems? Nein, aber wir sind Muslim. Ah. Und ja, wir wollten nur schauen und nur Kontakt machen. Und super. Ja, mit den Menschen. Und, dass ihr rauskommt. Ja, und kennenlernen. Ja. Wenn ihr hier runterfährt oder runtergeht, dann sieht man ja viele Häuser mit Garten und alles so schön und groß. Ja. Ist das schwierig, das zu sehen? Nein, nicht schwierig. Ist besser als in der Franzose oder Iran. Im Krieg. Bitte. Ma, danke, voll lieb. Danke. Du, und in Zukunft, was wünschst du dir? Mein Traum ist wirklich echt in Medizin studieren. Aber zurzeit warte ich auf eine Papiere in meinem Post.
Und in diesem Papier steht, darf ich schon studieren oder nicht. Ah. Aber wenn ich darf, und werde ich mich so freuen. Fatima, dann wünsche ich euch alles, alles Gute für Danke. Die Zukunft. Wie begrüßt oder verabschiedet ihr in Afghanistan, wenn ihr nicht so macht? Danke. Bitte. Boah, was ist denn das für Bude? Servus, Entschuldigung. Bitte. Kennst du da aus? Ja. Was ist denn das für Wahnsinnsteil? Kalkofen. Ein Kalkofen? Ja, da wird der Kalk gebrannt worden. Ne? Was produziert sie oder was ist das? Papier machen wir, wie gesagt. Eine Papierfabrik? Papierfabrik, ja. Was ist denn, was musst du machen? Betriebselektriker. Ein Elektriker? Instandhaltung, ne? Wie lange bist du schon dabei? 11 Jahre jetzt. 11 Jahre schon? Oder bist du noch jung? Ja, mit 15 angefangen. Wahnsinn. Die läuft die ganze Zeit? Ja. Habt ihr da Schichtbetrieb? Ja, ja. Du musst auch schichteln, oder wie? Nein, ich noch nicht, aber bald einmal. Ja. Wieso noch nicht? Ja, aber es ist kein Platz da in der Schicht. Wenn ich eine Pension geht, dann rucke ich noch. Ah, du willst schichteln dann, oder wie? Ja. Alles eine Fahne unter, ne? Natürlich mehr Geld, natürlich privat. Muss man zurückstecken irgendwo vielleicht. Hat vielleicht auch Vorteile, vielleicht, wenn man untertags daheim ist bezüglich Kinder oder so. Aber willst du immer schon Elektriker werden, oder? Ja, bestimmt. Wieso? Weil es junger gedacht. Wo man viel machen kann. Und weil es ein Zukunftsberuf ist. Wie weit ist der Arbeitsweg? 10 Minuten. Also ist super, oder? Das Weg ist super, ja. Ah, ja. Besser geht nicht. Ja, cool. Hast du jetzt den frei? Nein. Eben nicht. Ich muss da in die Anlage. Also, ein da rein oder was? Ja. Alles Gute. Ich bin jetzt in St. Paul und da gibt es einen Stift mit einem Haufen Mönche. Und da treffe ich mich jetzt mit einem. Hallo. Hallo. Ich habe jetzt nicht gewusst, was mir erwartet. Ich habe eher einen Wenn Alten gedacht. Ja, es gibt da nur junge Mönche. Und wir haben gesagt, du bist Frater. Was heißt das? Genau, Frater heißt Bruder, kommt eben aus dem Lateinischen. Und das heißt, ich bin kein Diakon, kein Priester, nicht geweiht, habe aber ewige Professor hier in St. Paul. Professor heißt? Dass ich mich auf Lebenszeit hier an dieses Kloster in St. Paul gebunden habe. Boah, also wie wenn man einen Vertrag unterschreibt? Ja, genau, lebenslänglich. Wo genau lebst du da? Wir haben hier drüben eben die Zentralverwaltung und der Museumsbereich. Ist hier drüben haben wir einen kleinen Festsaal. Und da hinten der ganze Trakt im oberen Geschoss ist Konvent. Und auch hier oben. Konvent heißt? Wo die Mitbrüder wohnen. Da ist ach die so, Klausur. Zimmer und. Ja, genau. Und Nikolaus für einen Frater passt ja gut, oder ist das ein Künstlername? Der Ordensname. Ah, der Ordensname. Ah, ja, es kommt aus cool. dieser Barockzeit, wo es oft 100-200 Mönche gegeben hat. Dann hat einer Franz geheißen, der nächste Sepp, dann wieder einer Franz, wieder Sepp. Dann kennt man sich nicht aus, wer ist wer. Also bei jeder Ordensname nur einmal vergeben. Gibt da schreckliche Namen. Natürlich bei 200 hat man es braucht, wie Udis Kalk. So haben sie in Seitenstädten immer jemanden. Isingrin, Gammelbert. Alle möglichen Namen hat es da gegeben. Na. Da bin ich froh, dass ich Nikolaus heiße. Aber seit wann bist du da in dem Stift? Ich bin jetzt in St. Paul beginnend das 5. Jahr. 5 Jahre schon? War vorher in der Obersteiermark in Admont im Kloster. Das kenne ich, ja. Und somit schon ein bisschen länger sozusagen beim Verein. Beim Verein ist gut, he? Und was arbeitest du da? Mittlerweile mein Hauptaufgabenbereich ist die Stiftsküche geworden. Ich bin Küchenmeister. Ich habe die Stiftsimkerei, die mir ein Herzensanliegen ist. Gerade jetzt mit Papst Franziskus, Laudato Si, der Umweltenzyklika. Ja cool, gerade die Bienen, ne? Ökologischer Betriebsweise, biologisch, weil ich jetzt im Zertifizierungsprozess bin. Ich habe die Destillerie, die Obstkultur. Schnaps. Und, genau. Und so kommt ein bisschen was zusammen. Ah, das klingt echt gut. Ich denke mir so, ich kann gut leben, ich arbeite, ich muss nie für Geld arbeiten. Das ist das Schöne bei mir. Also den Druck gibt es gar nicht. Nein, da, das ne? gibt es nicht. Ich arbeite natürlich doch sehr viel, habe meine Bereiche, aber ich muss nicht immer die Eurozeichen im Kopf haben, schaffe es über das nächste Monat, bis der nächste Gehalt überwiesen wird. Das ist eigentlich eine Riesenfreiheit. Das ist eine Freiheit. Und ich kann mit Liebe zum Detail arbeiten, weil wirklich kein Druck ist. Und Thema Druck, Sexualität,
holt man das ein, dass man irgendwie sagt, man ist doch ein menschliches Wesen mit Sexualität? Ja, freilich, man ist ja nicht tot. Eben. Man lebt und ja, aber man muss schauen, wie gehe ich damit um? Was ist das Wertvollste in meinem Leben? Und dass man dann immer wieder die Priorität hinstellt und sagt, Gott ist mir wichtiger. Freilich wie... Das schon. Und ich sage, es ist immer Sexualität, ist natürlich auch so ein kleiner Bereich. Ja. Ich sage, ich bringe es immer gern mit dem Wort Intimität. Denkt sofort jeder an Sexualität. Aber natürlich, Intimität habe ich in der Freundschaft, Intimität habe ich in einer Beziehung, hoffentlich, und Intimität habe ich zu Gott. Und wenn ich da diese drei Bereiche anschaue und die gut miteinander vereinen kann, ich glaube, dann bin ich auf einem guten Weg. Wo war das da bei dir, dass man sagt, ich entscheide mich so und zu dem stehe und das mache? Das ist das Thema der Berufung. Und bereut man das dann auf, dass man mal hadert und sagt, ich will mal was anderes sehen? Mein Gott, das ist... Wie es im normalen, sagen wir, zivilen Leben, ich glaube, ich für ein normales Leben gibt, es sind immer wieder mal Probleme, Steine, über die man drüber stolpert. Das gibt es. Ob man es bereut, ich weiß es nicht. Also ich habe immer gern gekämpft dafür diesen Weg. Und nachdem ich schon vorhin im Kloster war in Admont, weiß ich, was mir fehlt, wenn ich nicht im Kloster bin. Es ist der Rhythmus, es sind die gemeinsamen Gebetszeiten, es ist eine gewisse Freiheit, die man im Kloster hat. Und die Eltern, können die das nehmen, diese Entscheidung? Ich erzähle das immer als liebe Anekdote eigentlich, wie ich im Priesterseminar war, wo mein Papa tot unglücklich und die Mama gesagt, kann es sein, dass er noch austritt. Wie ich ins Kloster gegangen bin, war die Mama tot unglücklich und hat nächtelang geheult und der Papa hat gesagt, sie freut sich, der Bub wenigstens versorgt. Nein. Ich habe jetzt von der Evelyn erfahren, die wohnt da in Dirks, ein bisschen außerhalb vom Lavantal. Und jetzt hoffe ich, dass ich es erwische. Grüß dich, Michael Reisecker. Wir haben es in der Gulaschhütte in St. André von dir erzählt. Hättest du ein wenig Zeit? Machst du einen Kaffee? Du, ein Glas Wasser, gern. Glas Wasser? Ja, die sind jetzt aufgekommen. Servus. Das ist Nori und das ist Semi. Nori und Semi? Mhm. Bist du Kärntnerin? Nein, nicht ursprünglich. Ich bin Pinzgauerin ursprünglich. Von Pinzgau? Ja. Und was verschlagt dich nach Kärnten? Naja, ich habe in Wien angefangen, eine Ausbildung zum Druiden zu machen. Druidin? Druidin, ja, ich bin Druidin. Du bist Druidin? Ich bin keltische Druidin. Aber ich hab bei Druiden habe ich null Vorstellung. Das Einzige, was ich habe, ist, weiß ich nicht, Asterix, der Druide. Ja gut, ist eh die beste Vorstellung, die es gibt. Das kann man sich darunter vorstellen, oder wie? Im Prinzip ja, weil der Asterix ist sehr authentisch. Ah, was hast du vorher gemacht, vor der Druidin? Ja, ich war im Büro, Faktoristin in Wien, Tempo-Taschentücher. Nein. Ja, und da habe ich jetzt mein keltisches Rundhaus. Boah. Ein iroschottisches Rundhaus. Iroschottisch. Und was macht sie da herinnen? Rituale, Zeremonien, Jahreskreisfeste, keltische Hochzeiten. Hochzeiten auch? Mhm. Also und die Herren quasi dann standesamtlich und keltisch? Genau. Das keltische Eherecht beinhaltet auch Scheidung. Aha. Mhm. Da wird auf Jahr und Tag geheiratet. Auf ein Jahr und einen Tag. Und nach einem Jahr kannst du die Ehe erneuern oder dich ganz zwanglos scheiden lassen. Mhm. Mann oder Frau, alles, was in die Ehe mitgebracht haben, nehmen sie wieder mit. Und Zuwachs oder Schulden während der Ehe mussten geteilt werden. Aha. Keltisches Stammesrecht oder Stammesrecht überhaupt bei unserem Kontinent war im Gegensatz zum römischen Recht, was wir abgeholt im Großen gekriegt haben, auf Wiedergutmachung aufbaut und nicht auf Strafe. Servus. Ma. Und das Labyrinth und das Stang? Ja, das ist mein Maibaum. Maibaum? Ja klar, weil immer unsere europäischen Traditionen, Riten und Rituale. Aber was hat das mit dem Maibaum zum tun? Wenn die Sonne ihr Bahn über den Himmel zirkt, ja, und im Westen untergeht, und wenn es dann ganz verschwindet in Nordeuropa, dann ist die Sonnenjungfrau in der Unterwelt verschwunden. Mhm. Mythen.
Und im Frühling, so geht sie dann das erste Mal im Osten wieder auf. Und alle Menschen freuen sich natürlich. Die Sonne ist wieder da, die Sonnenjungfrau ist wieder erschienen. Hm. Und dann hat man einen Baum aufgestellt, auf jeden Fall den Maibaum. Hat da in die Mitte eine junge Frau reingesetzt, hat ein Fest gefeiert, was sie gewaschen hat. So ein Labyrinth ist wie eine Gebärmutter von Mutter Erde. Ah. Und so kann man sich eigentlich, wenn man ein Labyrinth hat, hast du, wenn du jetzt Bock hast, können wir das machen, sich was wünschen. Mhm. Der Weg hinein ins Labyrinth, da überlegst du den Wunsch. Mhm. Der Weg hinaus aus dem Labyrinth ist die Erfüllung des Wunsches. Ah, da muss man aufpassen, dass man nicht überwütig wird und mit der Länge sich so viel wünscht. Warum nicht? Warum? Wir brauchen ja keine Sparpolitik, oder? Wenn man da an den Baum greift, schiebt man den Wunsch weg. Aber wie ist dir dann gegangen mit der katholischen Geschichte? Hat das dann Platz neben dem Keltischen oder hast das irgendwo, ist das eine Entweder-Oder-Sache? Es ist keine Entweder-Oder-Sache. Für mich bin ich schon seit länger als 25 Jahren aus der Kirche ausgetreten. Mhm. Aber ich habe da einfach gesehen, im Zuge meiner ganzen Forschungen und Recherchen, zum einen ist die Kirche Bewahrer geworden. Ah. Bewahrer vom Vorchristlichen. Ja, ja. Also unsere meisten Feste stammen aus dem Vorchristlichen. So wie Weihnachten? Jahreskreisfeste, Weihnachten, Ostern, eigentlich alle Feste, bis aufs Maifest. Ah. Das Maifest hat man dann nicht christianisiert, weil es viel zu viel Sex drinnen gehabt hat. Deswegen hat man dann den Tag der Arbeit draus gemacht. Ja, schade, oder? Weil Sex ist schöner wie Arbeiten. Zudem. Das Symbol. Schau, guckst du mir? Guckst du mich? Ja, ja, chemisch aus. Mhm. Im vorchristlichen Denken ist es darum gegangen, die Felder zu befruchten mit Sex. Und da ist es um die Ernte gegangen. Das war jetzt nicht ernst, sondern wichtig. Lebensnotwendig. Lebensnötig. Schräg. Weil heute kennt man ja die Geschichte hinter solchen Bräuchen gar nicht mehr. Ja, wir haben aber 1000 Jahre christliche Ideologie hinter uns. Also das hat schon mal was ausgewirkt. Ja, die einzige Wahrheit. Es darf nur einen einzig wahren Gott geben und keine anderen Götter neben ihm. Richtig oder falsch? Schwarz-weiß, gut, böse. Links oder rechts? Ja, stimmt, das ist schon sehr drüber gestülpt worden über uns alle. Ne? Ja. Schade. Und warum? Weil es in der ganzen Gesellschaft ist. Weil es Programm ist. Weil es Weltbild ist. Evelyn, vielen, vielen Dank. Total gerne. Für den interessanten Einblick. Wie lautet der Titel vom nächsten Kapitel? Gibt's da einen Plan?